Also bitte entschuldigt die kleine technische Panne. Ich grüße alle Freunde der DGU und bedanke mich ganz herzlich bei Attila Tröber und Markus Bletzinger für die hervorragende Organisation. Turnusgemäß machen wir das ja einmal im Monat. Das ist jetzt eine feste Größe. Jeder erste Mittwoch im Monat, 17 Uhr, da treffen wir uns und besprechen aktuelle Themen. Wir haben zu Beginn der Reihe haben wir über Corona und Management mit Corona besprochen. Das ist leider noch nicht vorbei. Noch lange, glaube ich nicht, ist noch lange nicht vorbei. Aber es ist eine gewisse Routine in diese Probleme hineingekommen, sodass wir das jetzt zum Glück nicht mehr besprechen müssen. Wir haben letztes Mal dann sagen, eine sehr gute Sitzung gehabt, wo wir Notfallmaßnahmen und lebensrettende Notmaßnahmen aus dem Schockraum besprochen haben. Heute wollen wir so ein bisschen mehr Ihnen, sagen, so ein bisschen das Thema bringen, womit wir uns jeden Tag beschäftigen. Und da haben wir uns gedacht, dass wir über Sprunggelenksfrakturen sprechen. Eigentlich ja so das Bread-and-Butter-Geschäft. Und ich freue mich sehr, dass Frau Herbolzheimer aus dem Jungen Forum uns da begleiten wird und ein paar Fragen auch stellen wird an die Experten. Und es kommen zwei interessante Fälle. Ich weiß ja nicht genau, wer jetzt anfängt. Benedikt, ich glaube, du fängst an. Also Benedikt Friemert aus Ulm über das Sprunggelenk. Du steigst in den Ring aus deinem Campingbus, ja, oder? Das ist ja ein ganz vornehmes Ding, aber er hat sich. Wo bist du gerade, Benedikt, eigentlich? Du musst auch das Mikro einschalten. Also, hört man mich jetzt? Jetzt hört man dich, Ja, Benedikt. also ich sitze im Bayerischen Wald am großen Aber in meinem Crafter und ja, mache Urlaub, aber ganz ohne Medizin geht es wohl nicht. Ganz ohne Medizin geht es nicht. Und jetzt gehen wir in Medias Res. Und meine Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich auch und möchte mich herzlich bedanken bei Bertil Bouillon, der diese Sitzung moderieren wird. Und ich gebe jetzt einfach ab an Bertil und werde aber zwischendurch mir erlauben, immer mal ein paar freche Fragen zu stellen. Vielen Dank. Ich begrüße auch alle ganz herzlich heute Nachmittag zum Sprunggelenk bzw. der Sprunggelenksfraktur. Und ich möchte so ein paar Anmerkungen drumherum machen. Wir haben heute die Neuerung, dass wir tatsächlich die Teilnahme bestätigen müssen, um die CME-Punkte zu kriegen. Das heißt, Sie haben schon die Liste einmal gesehen und am Ende der Veranstaltung werden Sie sie nochmal sehen. Ich werde gleich die Teilnehmer der Diskussionsrunde ganz kurz vorstellen und ich möchte jetzt schon alle bitten, ganz herzlich Ihre Fragen, wenn Sie noch mehr Fragen haben als die, die wir stellen, unbedingt zu stellen. Und wir haben jemanden, der tatsächlich die Fragen im Hintergrund sortiert. Und ich hoffe, dass wir dort einen ganz lebendigen Austausch hinkriegen und Sie nach der Stunde sagen: Mensch, diese Stunde hat sich gelohnt. Zu meiner Person, mein Name ist Bertil Bouillon, ich bin Chef der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in Köln-Merheim und vielen Dank, Mike, dass ich dieses Mal wieder die Moderation übernehmen kann. Mike Raschke, den wir schon gehört haben, ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie in diesem Jahr und im nächsten Jahr und der Vizepräsident der Orthopädie und Unfallchirurgie und er ist bei jedem der Seminare hochaktiv dabei. Ich begrüße Benedikt Friemert, den haben wir schon aus dem Urlaub gehört, aus seinem Campingbus, ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und Chef der Klinik für Unfallchirurgie Orthopädie am BBK-Klinikum in Ulm. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Gößling aus Braunschweig. Professor Gößling ist Chef der Unfallchirurgie am Klinikum in Braunschweig. Ich habe schon erwähnt in seiner Funktion, Privatdozent Dr. René Hartensuhr. Er sitzt in Münster, ist leitender Oberarzt an der Unfallchirurgie am Uniklinikum in Münster und er wird Ihre Fragen sortieren. Und dann, eigentlich müssten wir es andersrum machen, begrüße ich zuletzt, weil Sie so wichtig sind, die Damen. Zum einen Dr. Vera Jecker ist Oberärztin bei uns in Köln-Merheim in der Klinik. Und Marit Herbolzheimer ist Assistentin in Murnau an der BG-Klinik, aber sie ist vor allem in ihrer Funktion aus der Sicht der Jungen und des Jungen Forums. Und ich freue mich, Marit, dass du dabei bist und aktiv mitdiskutierst, aber auch immer mal wieder so einen kleinen Stachel reinsetzt und sagt, ihr diskutiert da oben und wir kriegen das irgendwie gar nicht so richtig mit. Und jetzt gehen wir in Medias Res. Wir haben zwei Fälle vorbereitet, wie Professor Raschke berichtet hat.
Und den ersten werden wir aus Ulm hören. Und ich freue mich auf deinen Fall. Ich habe ihn schon ein bisschen sehen können. Wir werden ganz viele Diskussionen haben und störe dich nicht dran, wenn wir einmal zwischendurch auch fragen. Und wir versuchen das in den nächsten 30, 40 Minuten abzuhandeln. Und viel Spaß dabei. Ja. So, einen wunderschönen guten Nachmittag an alle hier aus dem schönen Bayerischen Wald bei Sonne. Sehen mich, beziehungsweise sehen die Präsentation alle oder jetzt müsst's gehen, oder? Sieht perfekt aus. Gut. Also, ja, ich habe einen Fall ausgesucht mit dem Titel Es hätte alles so schön sein können. Und den wollen wir jetzt mal durchgehen. Es geht um eine 57-jährige Patientin, die bei uns im Krankenhaus in der Neurologie war und ein präsynkopales Ereignis auf der Station gehabt hatte. Dann wurde eine fragliche Hemiplegie verdächtigt, weswegen sie gestürzt ist. Sie hatte eine TIA, sie hatte eine hochgradige Kortisstenose, aber die Neurologen und die Gefäßchirurgen haben jetzt aktuell keinen Handlungsbedarf gesehen. Bekannte PAVK, Stadium 2b und 3 bis 3. Und anamnestisch wurde angegeben, dass sie ein Subinationstrauma gehabt hat. Und das ist der klinische Befund, also eigentlich gar nicht so spektakulär. Natürlich ist das Sprunggelenk schon dick gewesen, ein bisschen Hämatom war zu sehen. Die Beweglichkeit war etwas endgradig eingeschränkt und schmerzhaft. Aber wir hatten keine auffälligen Wunden, keine besonderen Hautverhältnisse, kein Anhalt dafür, dass es sich um eine Maisonneuve-Verletzung oder Ähnliches gehandelt hat. Bisschen abgeschwächte Pulse am Fuß, aber das passt ja zur PAVK, also eigentlich nichts Spektakuläres. Und jetzt stellt sich die Frage, so wurde die Patientin dann vom Konsildienst gesehen, von unserem Konsildienst, was machen wir nun für eine Diagnostik? Machen wir einfach nur ein Röntgen oder machen wir bei so einem alten Menschen wegen dem Knochen gleich ein CT oder vielleicht sogar ein MRT, um die Bänder zu untersuchen? Wurde ja früher viel gemacht, gehaltene Aufnahmen, weil es sich auch um einen Bänderriss handeln könnte, oder machen wir gar keine Bildgebung und behandeln die Patientin vielleicht einfach nur konservativ? Und hier sehen wir jetzt die Fragen und ich würde alle bitten, diese Frage mal abzustimmen, was jetzt der nächste Schritt wäre, um die Diagnose bei der Patientin zu sichern. Gut, da bin ich sehr froh, dass quasi 100% dem Röntgen den Zuschlag gegeben haben. Das war jetzt auch eine Einstiegsfrage, sondern so eine, ja, zum Warmwärmen eine Frage, das haben wir natürlich, Moment, wieso geht's nicht? Halt, haben wir natürlich auch gemacht und das sind die beiden Röntgenbilder, die dabei rausgekommen sind. Die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, sind die Röntgenbilder ordentlich gemacht? Da könnte man sagen, dass das AP-Bild eigentlich ganz ordentlich gemacht ist. Beim seitlichen Bild muss man sagen, könnte man das Bild auch etwas besser machen. Da wäre vielleicht die Frage an die Jungen im Auditorium noch, was man da besser machen könnte, um dieses Sprunggelenk besser sehen zu können. Vielleicht gibt es da ja Kommentare über die Kommentarfunktion. Ja, könnt ihr mal die großen Chefs fragen und sagen, würdet ihr in einer Besprechung ein solches Bild akzeptieren? Ist das völlig normal, weil wir ja im Notfallbetrieb sind? Mike, wie macht ihr das? Also da steht dann immer unten drunter Aufnahme unter erschwerten Bedingungen. Ja. Der Patient soll ja keine Schmerzen haben. Also hier ist es wahrscheinlich so, dass der Fuß möglicherweise ein bisschen zu sehr innenrotiert gewesen ist. Was mich wundert, ist, dass da gar keine Schiene dran ist oder so. Aber im Prinzip ist das eigentlich so die tägliche Qualität, die wir eigentlich auch immer so sehen. Gut, Benedikt, wie geht's weiter? Ja, da würde ich die Frage mal stellen, wird denn bei euch, wenn ein Sprunggelenk so kommt, wo jetzt nicht eine offensichtliche Fehlstellung zu sehen ist, wird dann immer sofort eine Ruhigstellung gemacht? Oder bei uns ist es so, dass wir, wenn da keine offensichtliche Fehlstellung ist, könnte es ja auch einfach nur ein Bänderriss sein, dann machen wir nicht primär eine Schiene erstmal dran, um mit dem Gips zum Röntgen zu fahren. Das machen wir nicht.
Nee, macht ihr das so? Nein, das machen wir auch nicht. Ich meine, wenn es jetzt luxiert ist, klinisch, dann schon. Aber das ist klar. Machen wir es nicht. Ja. Nee, das machen wir nicht. Also, okay. Weil das natürlich auch Artefakte erzeugt und kostet Geld. Genau. Ja. Thomas Gößling in Braunschweig, würdest du das Bild in deiner Besprechung akzeptieren oder würdest du sagen, ey, geh nochmal zurück ins Röntgen? Ja, das hatten wir ja gesagt, aber 50% sind ja, das AP-Bild ist schon mal sehr gut. Man kann sehr viel von der Diagnostik her machen. Man wird ja auch, wir sind auch sehr großzügig mit CT geworden. Ob man das jetzt in diesem Fall machen muss, nein, unbedingt. Wahrscheinlich würden wir ein CT-präoperativ machen, ja. Aber das AP-Bild ist sehr gut, das seitliche Bild ist, ja, akzeptabel. Ja. Also früher war es viel, viel strenger, aber man wird ja auch ein bisschen altersmüde, milde. Ja, aber du, der Schuss zum CT ist einfach viel schneller. Wir haben ja alle ein CT. Das ist ja überall sofort verfügbar. Also man würde nicht sofort ein CT machen, aber bei diesen Aufnahmen würde man wahrscheinlich schon ein CT machen. Danach. Also wir machen fast alle, die bimalulär sind, CT, weil doch sehr viel trimalulär dann ist, was man vielleicht doch gar nicht so sieht und sich dann im OP ärgert. Von daher niedrige Schwelle zum CT. Gut, also wir haben, vielleicht sollte man noch sagen, was an dem seitlichen Bild besser gemacht werden könnte. Wie sollte es denn sein, gerade für unsere jungen Zuhörer? Man sollte eben die Talusrolle sauber sehen und nicht die mediale und laterale Talusrolle, die Kante so verdreht sehen, wie man das hier sieht, sondern die sollten eigentlich sehr schön übereinander liegen. Dann wäre das ein schönes Bild und wir könnten auch seitlich durch den Gelenkspalt durchgucken, was hier in dem Bild ja nicht geht. Das mit dem CT haben wir uns auch überlegt, aber wir haben dann erstmal die Diagnose gestellt. Das wäre ja die Frage gewesen, die wir ja haben. Was ist das denn jetzt letztlich für eine Fraktur, die wir in diesen Übersichtsbildern gesehen haben? Dann fragen wir mal die Teilnehmer. Bist Gut. du mit dem Ergebnis zufrieden? Ja, also sagen wir mal so, die überwiegend, also bi- oder trimalulär war schon mal der Treffer. Die Pilonfraktur würde mich interessieren, wie derjenige auf die Pilonfraktur kommt. Und bei den trimalulären würde ich gerne wissen, eben wo die Kollegen und Kolleginnen den trimalulären Anteil gesehen haben. Aber das kriegen wir natürlich jetzt so nicht raus. Also, es war nach unserer Sicht eine bimalleoläre Fraktur. Und wenn wir diese bimalleoläre Fraktur haben und diese mal als gegeben hinnehmen, dann stellt sich im Nächsten natürlich die Frage, was wir für eine Therapie jetzt da machen wollen. Machen wir eine konservative Therapie, weil der Talus steht ja eigentlich im AP-Bild ganz gut unter der Tibia. Und wir machen einen Gips oder ein Vakuped oder machen wir eine Operation oder, bevor wir uns entscheiden, machen wir erstmal eine weitergehende Diagnostik. Wir haben eben ja schon gehört, dass einige Kollegen ein CT machen würden. Manche diskutieren, ob man primär bei solchen Verletzungen vielleicht sogar das CT macht, um sich die Röntgenstrahlen zu sparen. Gibt es auch durchaus Kliniken, in denen das gemacht wird. Was sollen wir weiter tun? Jetzt kriegen wir gleich das Ergebnis. Gut, 2/3 haben gesagt, eine weitere Diagnostik. Wenn man die macht, ist sicherlich das CT das Nächste, was man macht. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das wurde ja eben auch schon angedeutet. Dann nochmal die Frage an die Experten. Thomas in Braunschweig, würdet ihr bei jeder dieser Sprunggelenksfrakturen, die jetzt zugegebenermaßen seitlich nicht ganz perfekt geröntgt ist, ein CT machen? Du hast ja schon gesagt, dass ihr immer häufiger eins macht, aber geht gar kein Sprunggelenk mehr ohne CT in den OP? Doch, also natürlich. Also die isolierten Außenknöchel kriegen kein CT. Die
jetzt in dem Fall, ich glaube, wenn kein CT gemacht worden wäre und jemand in OP gegangen wäre, hätte ich ihn dafür nicht an den Pranger gestellt, weil es ja doch sehr nach bimalulär aussieht. Aber man täuscht sich ja doch, wenn man CT macht, wie viel man sieht. Und deswegen macht man eigentlich aus dieser Erfahrung heraus immer mehr CT. Also ich selber würde wahrscheinlich wenn es mein Patient dann wäre, sagen, ja, machen wir noch ein CT vorher. Aber wenn jemand so in OP gegangen wäre, hätte ich nicht gesagt, ja, das ist jetzt grob falsch. Mike, wie siehst du es aus deiner Sicht? Ja, also das hängt ja von der Gesamtlogistik ab, weil die operative Therapie kann ja hier auch ein mehrstufiges Konzept sein. Das hängt ja dann auch sehr von den Weichteilen ab. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Monotrauma bei dieser neurologischen Patientin. Aber wenn es sehr stark geschwollen ist, kann es ja durchaus sein, dass wir den Umweg gehen über einen Fixateur, um erstmal also eine Abschwellung schmerzfrei zu erreichen. Und dann das CT, das ist aber egal wahrscheinlich. Also wir würden wahrscheinlich auch ein CT primär machen. Aber was für eine Operation, das ist ja dann der nächste Schritt, kann es durchaus sein, dass wir dann den Weg gehen, dass wir zwischendurch mal also über den Fixateur stolpern oder damit uns eigentlich Zeit verkaufen, einkaufen. Das hängt ja auch dann von der Logistik ab, ob das morgens um 4 ist oder am Wochenende das richtige Team da ist. Aber das ist sicherlich eine Sache, die man im Kopf haben muss. Andererseits ist auch von der AP-Aufnahme das Sprunggelenk ja nicht maximal instabil gewesen, aber es ist sicherlich ein Schritt, den man überlegen sollte. Dann hören wir mal weiter, wie es weitergeht in Ulm. Ja, es ging die Frage, wir haben uns dann für die Operation entschieden, ohne weitere Diagnostik, weil wir uns sicher waren, dass es eine bimaluläre Fraktur ist. Jedenfalls hat das Dienstteam oder die Operateure so gemacht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was machen wir für eine Operation? Machen wir eine einseitige und quasi außen eine Zugschraube und eine Drittelrohrplatte und medial beispielsweise eine Schraubenosteosynthese oder machen wir es zweizeitig, erst lateral, dann medial? Oder gehen wir über den Fixateur oder machen wir sogar ein dreizeitiges Vorgehen, dass wir erst einen Fixateur machen, dann gegebenenfalls ein CT, dann erst lateral und dann in einer dritten OP wegen der Weichteile möglicherweise in den medialen Anteil. Ich erinnere auch mal dran, hier in dem Fall waren die Weichteile eigentlich kein Problem. Es war ein Monotrauma, es war ein Niederenergietrauma. Ich hatte die Bilder gezeigt. Also die wahrscheinlich jetzt nur bei mir, aber ich höre im Moment nichts. Ist da im Moment, spricht jemand? Nee, wir warten auf das Ergebnis. Auf das Abstimmungsergebnis, alles klar. Und schon ist es da. Also wunderbar. Das Gros würde operativ einseitig definitive Versorgung anstreben. Einverstanden? Ja, Benedikt. So haben wir es gemacht. Dann zeig mal, wie es weitergeht. Das sind jetzt die intraoperativen Bilder. Wir haben uns also primär dann zu der Operation entschieden. Erst die Zugschraube gemacht, dann eben die Drittelrohrplatte dorsolateral. Der Haken liegt einfach nur daneben, der liegt nicht im Körper drin, nur dass man sich da nicht erschreckt. Das sind ja Bilder, die jetzt nachträglich nochmal aus dem System gezogen worden sind. Hier sieht man übrigens das seitliche Röntgenbild ordentlich geröntgt. Die Talusrollen liegen übereinander, so hätte es am Anfang vielleicht auch gut aussehen können. Dann die Prüfung, ob die Gabel stabil ist, nachdem die Fibula versorgt ist. Die war dann stabil, also war keine Syndesmosenruptur dazu bestehend und dann noch die Innenknöchelversorgung mit diesen Bildern. So, und jetzt ist die Frage, sind wir mit diesem Ergebnis zufrieden? Ja oder nein? Und daraus würde sich ja dann die Frage ergeben, müssen wir weitere Diagnostik machen oder sagen wir, das sieht intraoperativ eigentlich gut dokumentiert, schön aus, steht alles gut und so kann der Patient dann nach einer entsprechenden Wundheilung nach Hause gehen. Ja, nicht ganz 50-50, aber auch nicht eindeutig. Ja, also wir
waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden und haben überlegt, dass wir eine weitere Diagnostik noch machen wollen. Also, denn jetzt die Frage, welche Diagnostik machen wir hier? Kannst du noch mal kurz sagen, warum ihr nicht zufrieden wart? Ja, weil die intraoperativen Bilder, die vor allem der Innenknöchel, den konnte man nicht optimal sehen, dass der gut steht. Außenknöchel waren wir uns eigentlich sicher, das sieht alles sehr gut aus, aber Innenknöchel war nicht optimal und deswegen haben wir gesagt, machen wir postoperativ noch mal eine zusätzliche Diagnostik. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, was machen wir denn dann? Machen wir jetzt ein normales Röntgen oder machen wir uns eben dann auch ein CT, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist? Und das war der Grund. Also der Innenknöchel, dass der nicht sauber intraoperativ dokumentiert war, war eigentlich der Grund. Und um nochmal zu gucken, dass die Fibula auch sauber in der Inzisur steht bei den Verletzungen. Darf ich eine Frage stellen? Zu der OP, also zu der eigentlichen OP. Warum habt ihr die Fibula zuerst gemacht und dann den Innenknöchel? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich mache erstmal den Innenknöchel, dann überlagert das Metall von der Fibula nicht, wenn ich dann den Außenknöchel mache. Also da kann man ja auch zwei Wege gehen. Also, absolut, ja. Also bei mir in der Klinik Macht ihr immer die Fibula zuerst? Wir machen, wenn es der klassische Fall ist wie hier, machen wir die Fibula zuerst, weil wir, wenn wir dann sagen, die Weichteile werden intraoperativ zu schlecht, dann brechen wir gegebenenfalls auch ab und machen den Innenknöchel dann in einer zweiten Sitzung. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Dann steht aber die Gabel gut und dann kann ich den Patient gut in den Vakuumpit legen und ich habe eine gute Stabilität. Die gleiche Argumentation kann man auch vom Medial bringen. Also bei uns ist es, ich habe so gelernt und bei mir in der Klinik ist es so, dass wir primär mit der Fibula anfangen. Aber okay. So ein kurzer Kommentar von Thomas aus Braunschweig zu dem Thema. Ich bin auch, also klassisch, fast immer Fibula zuerst, fast immer. Es sei denn, man sieht schon, dass man über die Fibula überhaupt nicht die Länge richtig eingestellt bekommt oder auch intraartikulär mehr arbeiten muss. Dann kann man sich nochmal überlegen, ob man doch erst über einen Innenknöchel geht. Aber das dann schon sehr speziell, also klassisch doch Fibula zuerst bei uns. Mike, zufrieden mit den Antworten? Ja, also ich habe es heute auch so gemacht, aber es gibt ja Situationen, wo man dann sagt, naja, ich kann es dann nicht mehr so gut beurteilen, die Stellung des Innenknöchels. Deshalb gibt es durchaus mal Situationen, wo man daran denken könnte, zunächst den Innenknöchel zu machen und dann den Außenknöchel, weil man dann eben keine Überlagerung hat. Aber es funktioniert ja gut. Die Weichteile waren gut, Benedikt? Die waren gut. Also deswegen haben wir das auch in einer Sitzung gemacht. Das war alles entspannt. Nee, ja, postoperativ. Die waren prinzipiell erstmal kein Problem. Und vielleicht noch dazu, ich finde, eine Frakturtype prädestiniert für das primäre mediale Vorgehen, wenn die Fibula so quer, quasi auf Gelenkhöhe, quer abgebrochen ist oder ausgerissen ist. Und dann noch eine Trümmerzone da ist, finde ich, kann man die extrem schlecht stellen, weil man unten auch nur noch ein relativ kleines Fragment hat. Da macht es vielleicht Sinn, dann erst über den Innenknöchel zu gehen, wenn der dann einfach nur frakturiert ist und man kann es dann gut stellen. So, Benedikt, ich bin der Timekeeper. Ich habe noch mal eine Frage aus Assistentensicht. Ja, auf geht's. Und zwar, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man das im OP gleich, wenn man die Möglichkeit hat, einen O-Arm oder mit dem CT im OP kontrolliert. Dafür muss man es aber natürlich vor der OP für den richtigen OP-Saal anmelden, weil das in, glaube ich, keiner Klinik in jedem OP-Saal verfügbar ist. Das ist eine Sache, die der Assistent in der Notaufnahme wissen muss, wenn er die OP anmeldet. Wann würden Sie eine OP so oder wann würdet ihr eine OP so anmelden, dass man sagt, die muss auf jeden Fall in den Saal, dass man das als Backup hat, auch wenn man es vielleicht nicht nutzen möchte und wann sagt man, okay, einfacher Saal reicht? Das ist eine exzellente Frage und alle sind ganz stumm. Mike? Ja, also ich würde da sagen, also gut, wir haben keinen O-Arm, wir haben zwar so ein dreidimensionales Röntgen. Für das normale Sprunggelenk brauche ich es eigentlich ganz, ganz selten. Also bei den Pilonfrakturen, Tibiaköpfen oder wenn ich eine Stellschraube mache, da überprüfen wir in der Tat das dreidimensional und melden das dann vorher an.
Aber du weißt ja nicht vorher, ob du eine Stellschraube brauchst oder nicht. Ja, dann muss ich das komplexe Sprunggelenk in Bereitschaft machen, dass ich eine dreidimensionale Kontrolle machen kann intraoperativ. Also immer dann, wenn du sagst, ja, das Risiko ist relativ groß, dass die Syndesmose doch kaputt ist. Genau. Benedikt, bei euch? Ja, bei uns ist es so, wir haben 3D-Scan, so ein CA mit 3D-Scan, den machen wir bei den bi- und trimalulären Frakturen, haben wir den auch im Saal eigentlich immer. Und wir machen es dann, wenn es eine C-Verletzung ist, also eine Instabilität der Syndesmose da ist, dann wird die nach der Schraube, wird ein Scan gemacht, um das zu sehen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht selten, dass der C-Arm nicht funktioniert, dass wieder das Ding irgendwie aussteigt oder die Bedienung nachts nicht funktioniert. Also die üblichen Dinge, auch wenn man es gut plant, sodass wir doch immer wieder auch noch postoperativen CT machen. Aber wir wollen das eigentlich interoperativ geklärt haben, um es dann auch gleich revidieren zu können. Also Marit, jetzt hast du auch keine ganz eindeutige Antwort bekommen, sondern also mit Wahrscheinlichkeit. Und man muss auch nochmal sagen, nicht jeder hat die Möglichkeit, 3D intraoperativ zu scannen. Ja. Ja. Gut, dann würde ich gerne die Frage stellen, wenn man solche, muss man eine 3D-Bildgebung haben, um ein normales Sprunggelenk zu operieren? Also das wäre jetzt ja die Konsequenz daraus. Man sagt, okay, also wenn ich eine 3D-Bildgebung nicht machen kann, darf ich dann kein Sprunggelenk mehr operieren? Und das würde ich ganz klar verneinen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Statement. Und jetzt bin ich der Timekeeper. Wir haben eine halbe Stunde rum. Benedikt, jetzt hast du noch 10 Minuten. Ja, wir machen so weit, wie wir kommen. Wir haben das CT gemacht. Und ich zeige jetzt ganz schnell die Bilder. Ja, wir hatten ja damit gerechnet, dass medial vielleicht ein bisschen was nicht in Ordnung ist. Man sieht, dass die Frakturen eigentlich exzellent reponiert sind, aber dass die ein oder andere Schraube und die Platte vielleicht auch nicht ganz mehr so gut steht. Wie man hier in dem rechten Bild sieht, steht die Platte doch distal relativ weit über und ärgert damit natürlich die Peronealsehnen. Und jetzt ist die Frage, sind wir mit dem Ergebnis zufrieden? Lassen wir das so? Da vielleicht eine kurze, schnelle Antwort, weil die spannende Frage kommt dann eigentlich danach. Ja, also wir waren auch nicht zufrieden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was stimmt denn nicht? Wenn wir nicht zufrieden sind, müssen wir ja analysieren, womit sind wir nicht zufrieden? Da würde ich die Teilnehmer jetzt bitten, mal festzulegen, was nicht passt aus ihrer Sicht. Fairerweise. Also muss man sagen, dass wir uns das natürlich in Ruhe angeguckt haben. Ja, genau. Also das ist auch unser Ergebnis gewesen. Ich blende das mal ein. Halt, so. Also die Platte war nicht richtig gelegen. Und wie gesagt, die hat unten rausgestanden. Und wie man in dem Bild hier auch sieht, liegt eben eine Schraube. Die sind zwar etwas von dorsal nach ventral gebracht, aber sie liegen eben doch schon eigentlich im Gelenk. Und jetzt ist die Frage... Was machen wir nun? Das sind hier die Fragen. Lassen wir das so, machen wir ein Vakuped drauf und machen nach 6 Wochen vielleicht eine Früh-ME der störenden Implantate oder machen wir eine sofortige Revision oder ich habe hier noch ein paar andere Möglichkeiten aufgeführt. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen. Aber das ist ja jetzt eine spannende Frage. Wenn wir nicht zufrieden sind, was machen wir denn jetzt? Wann gehen wir an dieses Sprunggelenk wieder ran? Ja, 90% zeitnahe Revision. Genau das haben wir auch gemacht. Wir haben uns entschieden, das zeitnah zu revidieren und haben die Platte und die Schrauben ausgetauscht. Und ich erinnere noch mal dran, das war halt eine Patientin, die eine PAVK hatte, Stadium 2B bis 3, also durchaus eine durchblutungskritische Situation. Und das waren die Weichteile ein paar Tage später. Man sieht aber im Vorfuß schon so ein bisschen eine Rötung, eine Schwellung, noch nicht glänzend. Ich habe nicht alle Bilder vom Verlauf da, aber man kann es schon ahnen. Es hat sich dann eben leider eine Wundheilungsstörung entwickelt. Und jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, was machen wir jetzt, wenn wir sehen, dass das leider
zu einer Wundheilungsstörung kommt durch die zeitnah zweite Operation. Das ist immer so meine Sorge, die ich habe. Wenn ich zeitnah zweites Mal bei so einer Patientin rangehe, was machen dann die Weichteile? Ärgern die mich hinterher? Und in dem Fall haben sie uns geärgert, wie man sieht. Und jetzt ist die Frage, was wir nun tun. Meine Antwort wäre gar nicht drin. Nein, auch nicht. Erklär, Mike, du würdest mit dem Fixateur arbeiten. Um Gottes Willen. Lass das mal das raus. Revision. Okay. Erzähl doch erstmal, Benedikt, was habt ihr denn gemacht? Also wir haben eine Revision gemacht. Wir haben die Platte entfernt, weil das ganze Gewebe war dann intraoperativ auch braditroph. Wir haben die Platte rausgemacht, wir haben die Schraube lateral rausgemacht und haben eine intramedulläre Osteosynthese gemacht, also einen Pribonagel reingemacht. Ich erinnere mal daran, das ist eine knapp 60-jährige Frau und somit haben wir dann quasi keine optimale Osteosynthese gemacht, aber es stand dann mit diesem Verfahren, ich zeige gleich noch Bilder, intraoperativ ganz gut und haben dann keinen Sekundärverschluss gemacht, sondern VVS mehrfach und haben dann, nehme es jetzt mal vorweg, weil die Zeit ja ein bisschen wegläuft, haben dann eine Lappenplastik durch unsere plastische Chirurgin machen lassen. Ich kann die Bilder dann auch gleich nochmal zeigen. Aber was hättest du denn gemacht? Also ich hätte wahrscheinlich die Platte rausgemacht und die Zugschraube drin gelassen. Und da geguckt, wie stabil das ist. Also weil die Zugschraube, die stört ja eigentlich gar nicht. Ich hätte dann versucht, das wieder zu adaptieren. Also die Platte hätte ich sicher auch rausgemacht, klar. Aber vielleicht, also du brauchst ja auch eine gewisse Stabilität und die kannst du ja mit der Zugschraube, wenn die vernünftig platziert ist und die sah ja gut aus, kann man die Stabilität ja möglicherweise erhalten. Das hätte ich mal vielleicht versucht. Thomas, was hättest du gemacht? Weil du sagtest, deine Lösung ist auch nicht da. Nee, also Frühinfekt, stabiles Implantat. Also ich gehe mal aus, dass es ein Frühinfekt nach 1 oder 2 Wochen war und nicht nach 6 oder 8 Wochen. Nee. Okay. In der ersten Woche? Nee, 3 Wochen waren es jetzt, glaube ich. Ach so, 3 Wochen, okay. Ja. 3 Wochen ist natürlich... Ja, es ist so... Ja, also wenn es in der ersten Woche gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich sogar stabile Osteosynthese, Frühinfekt, hätte man Plattenerhalt eventuell sogar diskutieren können. Nach 3 Wochen, ja, wenn ich mir durch die Entfernung der Platte den Lappen sparen kann, dann hätte ich die Platte entfernt und das vielleicht so gemacht wie Mike, nur mit der Schraube, wenn das stabil genug ist. Das ist eine reine B, die durch die Schraube sehr viel Stabilität bekommt. Wenn ich aber einen Lappen machen muss, hätte ich die Platte wahrscheinlich getauscht oder man kann auch mal ganz selten auf den Sprunggelenksnagel wechseln. Ist natürlich in der Akutinfektion auch nicht gut. Ich würde jetzt gleich noch mal eine Frage aus dem Publikum mit reinnehmen. Wenn ihr revidiert und ihr wisst, dass es eine Patientin ist mit einer AVK, macht ihr eine erweiterte Gefäßdiagnostik? Mit der Überlegung, ob man irgendetwas optimieren kann in so einer Situation für den Re-Eingriff. Also wir haben das so gemacht, dass wir, nachdem wir uns entschieden haben, das muss revidiert werden, haben wir erstmal sofort revidiert, damit man den Infekt möglichst klein hält. Und haben erstmal das kritische Gewebe weggemacht und weggeschnitten und resiziert und die Platte, wie gesagt, entfernt. Und haben dann danach, vor der nächsten Operation, was ja einfach nochmal eine einfache Second-Look-Revision war, haben dann entsprechende Gefäßdiagnostik gemacht, weil uns relativ schnell klar war, dass wir eine Lappenplastik brauchen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben vor 4 Jahren bei uns eine plastische Chirurgie aufgebaut und seitdem sind wir sehr viel großzügiger mit Lappen und machen da gar nicht mehr lange rum. Und wenn wir da einen großen Defekt haben, so mit Zuziehen und mit Dampf und so, das funktioniert aus unserer Sicht schlecht. Und seitdem machen wir relativ schnell, gerade an dieser Stelle, Lappenplastiken. Was für ein Lappen? Das war ein Paraskapulallappen. Ich zeige gleich noch Bilder. Kommentare dazu, Thomas? Das ist ja schon ein großer Lappen dann. Ne? Also wir würden irgendwie Peroneus oder einen Propellerlappen oder sowas
machen, also was Kleines, Lokales, wo man nicht Parascapular ist ja ein freier Lappen oder nicht? Ja. Gut, also da muss ich. Ja, da erstmal die Frage, ob eine Gefäßdiagnostik notwendig ist. Also da gehen wir auch immer mehr noch dazu hin, dass wir sogar möglicherweise bei einem Pilor, habe ich gestern gerade einen Fall gehabt, wo wir zu früh reingegangen sind und das auch nicht gemacht haben. Man muss, glaube ich, viel aktiver noch an die Gefäßsituation denken. Das hast du ja beschrieben auch, dass sie eine PAVK hat. Das, also muss man vielleicht sogar zukünftig mehr bei solchen Risikopatienten dran denken und da, also bevor man überhaupt einen Eingriff macht, also hier, das ist in Ordnung bei der Revision, dass man da vielleicht sogar Gefäßstatus abklärt mit den Angiologen, bevor das Kind im Brunnen fällt. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Bei den komplexeren Frakturen wie den Pilonfrakturen passiert das ja immer häufiger jetzt. Oder bei Frakturen, die nicht primär heilen, dass wir dann doch intensiver reingehen und immer wieder erleben, dass wir doch optimieren können und tatsächlich dann entsprechend nochmal durch Stents oder was auch immer die Heilungssituation deutlich verbessern können. Die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Trotzdem würde ich Marit Herbolzheimer gerne nochmal mit hineinnehmen. Also die Frage ist so eine Fraktur, Benedikt. Wer operiert die? Ist das eine Ausbildungsoperation? Die Bimalveoläre, die wir gesehen haben, primär bei euch. Wie handhabt ihr das? Oder sind Risikofaktoren, wie du sie hier geschildert hast, dann etwas, wo man sagt, also das macht dann einer, der erwachsener ist? Nö, also diese Fraktur war ja jetzt nicht so schwierig. Die laterale Komponente war nicht schwierig und die mediale auch nicht. Das ist bei uns eine Ausbildungsoperation. Der Oberarzt ist halt auch dafür verantwortlich, dass eben anständig mit den Weichteilen umgegangen wird, Haken setzen und so weiter. Da muss er halt ein Auge drauf haben, dass das eben ordentlich gemacht wird. Aber sowas ist bei uns eine klassische Ausbildungsoperation. Wenn man will, sogar zwei Leute, der eine medial, der andere lateral. Das kann man sich überlegen. Ich persönlich halte davon nicht viel. Das lässt man, finde ich, einen durchoperieren. Dann hat man auch gleich zwei Osteosynthesen gemacht und es bleibt bei einem Operateur. Das halte ich persönlich auch aus emotionalen Gründen für besser. Aber da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Marit, wie erlebst du das im Bereich der Weiterbildung, Sprunggelenk, Fraktur, Ausbildungsoperation? Oder gibt es dann immer wieder Gründe, warum es nicht klappt? Also ein Sprunggelenksfraktur ist eigentlich so eine klassische Ausbildungsfraktur und da freuen sich auch die meisten Assistenten, dass sie relativ früh operieren können und auch den Vorteil, dass sie relativ gehäuft ankommen. Also Sprunggelenksfrakturen sind eigentlich in keiner Klinik wirklich eine Mangelware. Von daher hat es daher für den Assistenten ja den Vorteil, dass er sie öfter nacheinander machen kann. Also nicht wie manch seltenere Fraktur, also ein Tibia-Schaftfraktur, Nagel ist natürlich auch sehr schön, aber der kommt sicher nicht so häufig in die Klinik wie eine Sprunggelenksfraktur. Und von daher ist es für Assistenten sehr gut, weil sie hier öfter einen Eingriff machen können, der doch eine gewisse Ähnlichkeit dann hat. Und das ist zum Lernen immer sehr gut. Wenn man immer wieder vergisst, wie viel dann doch, wenn man die Praxis etwas nicht so häufig macht, wieder in Vergessenheit gerät. Wir haben zuletzt... Wir haben in einem der letzten Webinare über Planung geredet. Wenn ein Assistent in einem niederen Weiterbildungsjahr startet mit einer solchen Operation, werden diese dann auch systematisch durch die Ausbilder herangeführt, sodass man vorher sich überlegt, so welche Schritte sind wichtig und so weiter und so fort? Oder sagt man, komm mal mit und du darfst jetzt was operieren? Das ist immer sehr unterschiedlich. Im Gespräch bei einem jungen Forum stellen wir fest, dass es sehr von der Tageszeit abhängig ist. Wenn es ein Eingriff ist, der geplant wird, man macht ihn am Tag, weiß zum Teil sogar am Abend vorher oder erfährt es im Laufe des Tages, dann klappt es meist sehr gut, auch wenn man dann rückfragt. Das lohnt sich immer als Tipp, immer den Oberarzt, der dabei ist oder den Facharzt für die Assistenten fragen, ob man es vorher einmal durchgehen kann, mündlich, dann klappt es. Das Problem ist oft, dass die Frakturen ja im Dienst kommen und dann kommt der Anruf an den Studenten, an den Assistenten, der sowieso zwischen den Stationen hin und her rennt oder Notaufnahme, dass er doch ja schnell in den Saal kommen könne und das Sprunggelenk operieren. Aber in dem Moment ist dann oft gerade nur Zeit, die Geschichte zu lesen und einmal auf die Röntgenbilder einen Blick zu werfen und dann wird es immer wieder komplizierter, weil die Zeit einfach nicht da ist, dafür das vorher durchzugehen.
Vielen Dank. Ich glaube, das war ein interessanter Einblick. Benedikt, du schüttelst so ein bisschen mit dem Kopf. Bei euch geht es ganz systematisch zu. Nee, überhaupt nicht. Ah, aber okay. Dieses zeitkritisch kann ich bei den Verletzungen nicht verstehen. Also wenn ich jetzt an meine Klinik oder an unsere Klinik denke, wenn so ein Patient kommt und wenn ich das Röntgenbild habe, dann weiß ich ja, dass der operiert gehört. Und dann weiß ich auch, dass er zeitnah operiert wird. Jetzt mal egal, was ich dann operiere, aber irgendwas muss ich ja tun. Und bis der dann im OP ist, so ein Patient bei uns, das dauert bei uns mal Minimum 2 Stunden, bis die Anästhesie kommt und bis der OP frei ist und so weiter. Da kann ich nicht ganz verstehen, dass es dann immer heißt, es ist keine Zeit da. Das, glaube ich, ist eher ein Managementproblem von uns bzw. vom Dienstteam, frühzeitig zu entscheiden, wer soll es operieren, dem dann frühzeitig Bescheid zu sagen. Und dann bleibt in der Regel die aller Zeit der Welt, um sich die Röntgenbilder vorher noch mal in Ruhe anzugucken oder vielleicht sogar mit dem Facharzt oder Oberarzt, der noch in der Klinik ist, kurz durchzusprechen. Aber dass das plötzlich jetzt kommt und plötzlich im OP ist und keiner hat es gewusst, das, glaube ich, ist ein Management, das müssen wir uns in den Kliniken besser machen als Chefs, damit das eben nicht passiert. Weil sonst ist der Lerneffekt halt null. Nur das Ding da reinzuschrauben, glaube ich, ist zu wenig. Da hat man wenig gelernt. Ich glaube, Marek meinte auch mehr, dass im Dienst einfach viele andere Dinge zu tun sind, wenn man deswegen keine Zeit hat, oder? Oder war das eine Organisations... Ja, nein, es geht um dieses, dass der Assistent im Dienst ja nicht nur in der Notaufnahme sitzt, einen Patienten ansieht und dann weiß, in 2 Stunden darf ich den operieren, sondern dazwischen sind noch 5 andere Patienten in der Notaufnahme. Auf der Station ist eine Nadel zu legen. Einem Patienten auf einer anderen Station geht schlecht, dass der Assistent oft von einem zum anderen Ort rennt und diese Zeit, okay, jetzt nehme ich 15 Minuten Zeit, Ruhe, schauen wir das in Ruhe an, die fehlt oft in einem vollen Dienst. Also natürlich gibt es ruhige Wochenenden, aber ich kenne es bei uns aus der Gegend vor allem, wenn alle Wanderer unterwegs sind, dann kommen die Patienten einfach in Strömen und dann schafft man das oft nicht aufgrund der Zeit, der Menge der anderen Aufgaben parallel. Alles klar, jetzt breche ich nochmal kurz ab, weil wir haben eine spannende Frage auch nochmal aus dem Publikum und das ist auch immer eine heiße Diskussion bei uns. Und für die Ausbildung oder Weiterbildung ist auch, glaube ich, ganz wichtig, Benedikt, welche Haken dürfen bei der Versorgung der Sprunggelenksfraktur bei euch eingesetzt werden? Das ist eine Frage von mehreren Teilnehmern. Ja, also setzt ihr überhaupt keine Haken ein? Genau. Also extrem wenig. Der beste Haken ist der Finger. Davon bin ich fest überzeugt. Das versuche ich so weit wie möglich auch zu vermeiden. Und wenn, dann nur so ein kleiner Haken, wie er eben gesehen war. Und dann nur ganz kurz, wenn man die ventrale Zugschraube machen will. Weil da muss man ja schon ein bisschen von vorne reinkommen und da braucht man einmal ganz kurz diesen Haken, um den einzusetzen, dann kommt man eigentlich hin und dann kann man den aber eigentlich schon wieder rausnehmen. Dann muss man da oben ja eigentlich nie wieder hin und den Rest kann man entweder mit der Pinzette ein bisschen zur Seite halten oder nochmal mit einer umgekehrten Pinzette. Da kommt man eigentlich sehr gut hin, wenn man ein bisschen dorsal den Schnitt macht und die Platte von dorsal anlegt. Also die Haken sind eigentlich, ich will nicht sagen streng verboten, aber wenig. Selektiv einzusetzen. Mike, dein Tipp, was heißt atraumatisch? Jeder sagt atraumatisch operieren. Was sind deine Tipps für das Sprunggelenk? Also keine Blutsperre, lange Schnitte, also lang, möglichst, also nicht ewig lang, aber so lang, dass kein Zug auf den Weichteilen ist. Hohmänner also vermeiden, Hohmannhaken vermeiden. Und versuchen, wo wir sagen, so das Perioste zu schonen, das Perioste nur zu adaptieren. Aber gerade beim Sprunggelenk ist es natürlich so, man muss es wirklich exakt einsehen können. Und wenn man praktisch die Reposition macht, muss man also versuchen, die Repositionszangen auch nur einmal zu setzen. Ich nehme da ganz gerne die Spitz-Repositionszangen, die sinken oft ein. Dann nehme ich lieber die Wellerschen Repositionszangen. Stellen Sie sich das ordentlich dar. Gerade im Bereich der Fibula, dass man dorsal die Hinterkante, die meistens so schräg ausläuft, dass man das schön sauber macht und sich das dann gut darstellt. Wenn die Reposition sitzt und die Zugschraube sitzt, dann ist es ein Home Run. Thomas, dein Tipp zu atraumatischem Operieren? Also beim klassischen Sprunggelenk keine Haken beim lateralen Zugang, also ich bin da ganz allergisch und wenn irgendjemand einen Haken angibt, kriege ich irgendwie schon Schweißausbrüche. Ich schneide im distalen Bereich in 1 hinunter, also direkt ohne Kulissenschnitt, oben nicht, wegen des Nerven.
und mache dann auch einen tiefen zweischichtigen Wundverschluss mit zusätzlich Hautnaht. Es gibt, es war mir in der Klinik sonst immer einschichtig in der Tiefe gewesen. Wir machen ab jetzt immer zweischichtig. Ich habe da gute Erfahrungen mit. Okay, das sind, glaube ich, ganz wichtige Tipps. Und ich habe noch eine Frage aus dem Auditorium. Wenn die Syndesmose verbreitert ist, stellt ihr die jedes Mal dar, wenn ihr sie entsprechend mit der Stellschraube fixiert, oder macht ihr das durch die Stellschraube per se? Nein, also wir stellen die nur dar, wenn es ein Repositionshindernis ist. Also wenn ich die Gabel nicht einstellen kann mit mäßigem Druck. Also was ich nicht will, ist, dass die Gabel zusammengequetscht wird, sodass es dann im Bild mal irgendwie passt, sondern die muss eigentlich gut einstellbar sein. Und wenn dann die Gabel steht, dann revidieren wir nicht die Syndesmose. Das ist in den meisten Fällen, geht das ja eigentlich auch ganz gut. Alles klar. Dann hast du das letzte Wort zu deinem Fall und dann schließen wir den ab. Ja, also man sieht, dass man, obwohl primär ein vernünftiger oder einfacher Fall, und die intraoperativen Bilder eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen haben, man dann doch durch ein CT in die Diskussion kommt, revidieren wir oder revidieren wir nicht. Und dann haben wir revidiert, um vielleicht auch ein bisschen Röntgenkosmetik noch zu betreiben. Das kann man jetzt diskutieren, haben uns damit aber eigentlich eine Major-Komplikation eingekauft. Und die wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn wir einfach ein bisschen erstmal abgewartet hätten und nach 6 Wochen mal geguckt hätten, wie sich das Sprunggelenk macht und ob überhaupt durch die Implantate Beschwerden entstehen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir für den spannenden Fall. Und ich glaube, wir haben ganz viele auch ganz grundsätzliche Fragen diskutiert und gelernt. Und damit würde ich gleich weitergeben zum zweiten Fall. Spielen wir einmal ein und Vera Jecker wird einen Fall vorstellen und ich muss mich bei Vera bedanken, weil eigentlich habe ich es verbrochen und dann haben die anderen gesagt, der moderiert, deswegen kann er den Fall nicht vorstellen. Und Vera hat gesagt, nee, gar kein Problem, ich kann das kommentieren. Also Vera, du hast das Wort. Ja, vielen Dank und einen schönen guten Abend auch von mir aus Köln. Also im Gegensatz zu dem Fall von Herrn Friemann, bei dem ja erst alles schön gelaufen ist und oder gewirkt hat und dann doch alles ganz anders ausgegangen ist, haben wir einen Fall, der von Anfang an ein wenig anders gelagert war. Es handelte sich um eine 70-jährige Patientin, die noch sehr aktiv im Leben stand, war als Modedesignerin tätig mit eigenem Geschäft. Sowohl privat als auch beruflich sehr aktiv. An Vorerkrankungen waren bekannt ein insulinpflichtiger Diabetes mellitus Typ 1, der auch schon seit der Jugend bestand. Die Geschichte beginnt im Jahr 2017. Da hatte sich ein Stolpersturz ereignet und hatte sich das rechte Sprunggelenk umgeschlagen. Die hatte sich damals in einer Notaufnahme einer Klinik vorgestellt. Das war die Diagnose einer Trimalleolarfraktur gestellt worden. Und die Patientin war dort stationär aufgenommen worden mit dem Plan, die Fraktur operativ zu versorgen. Zunächst war aufgrund der Weichteilschwellung waren abschwellende Maßnahmen erfolgt mit Lymphdrainage, einer Gipsschiene und Zuwarten. Und nach mehreren Tagen wurde dann entschieden, dass man aufgrund des hohen Risikos, aufgrund des Diabetes, doch eher eine konservative Therapie empfehlen würde. Und so wurde die Patientin wieder entlassen und das Sprunggelenk wurde für 6 Wochen in einer Schiene ruhig gestellt. Die ersten Röntgenbilder, die wir gesehen haben, aber auch erst im Nachhinein, waren 6 Wochen posttraumatisch. Und das sind eben diese Bilder. Und da würden wir gerne von Ihnen erstmal wissen, was hätten Sie jetzt, wenn Sie das Bild 6 Wochen Posttrauma gesehen hätten, gemacht? Also die Frage ans Publikum. Also jetzt der Zustand 6 Wochen danach und wir können sicher noch diskutieren. Wir haben leider die Urbilder nicht. Würde man primär doch operativ versorgen? Und ich bin mal ganz gespannt auf das Ergebnis.
Okay, also ein relativ gemischtes Bild. Entlasten würden fast keine, aber konservativ in der Orthese ja auch nur 14%. Aber die meisten würden revidieren und doch noch eine Osteosynthese durchführen. Mich würde tatsächlich interessieren, was die anderen 28% gemacht hätten. Ich weiß nicht, ob wir das rausfinden können. Aber das können wir unter den Experten ja gleich diskutieren. Guck mal weiter. So. Für diejenigen, die noch ein CT ergänzt hätten, das wurde auch gemacht. Da hat sich aber eigentlich kein neuer Befund daraus ergeben. Also die Patientin wurde weiter konservativ behandelt. Als nächstes noch die Frage, was sie denn initial gemacht hätten. Denn wir haben ja zwar nur die Bilder von 6 Wochen nach dem Trauma, aber da kann man sich ja auch eigentlich vorstellen, wie die Bilder nach dem Unfall aussahen. Also Außen- und Innenknöchel eigentlich fast ähnlich, wie wir es vorhin bei dem Fall von Herrn Friemert gesehen haben. Und da vermute man, ja, die meisten hätten es eben direkt operiert. Die Patientin wurde aber weiter konservativ behandelt, hat sich dann eben ein Jahr später das erste Mal bei meinem Chef in der Sprechstunde vorgestellt, hat berichtet, sie sei die ersten Monate eigentlich einigermaßen gut zurechtgekommen. In den vergangenen Wochen hätten sich jedoch zunehmende Schmerzen, trotz eigentlich ihrer bekannten Polyneuropathie und auch eine Fehlstellung im Fuß bemerkbar gemacht. Vom niedergelassenen Kollegen war ein CT veranlasst worden und der Patientin wurde, oder bei der Patientin ist angekommen, das sei ein katastrophaler Befund und außer einer Amputation könne man operativ eben jetzt nichts mehr machen. Der klinische Befund von der Untersuchung war, dass es eine deutlicher Rückfußvalgus war. Die Beweglichkeit im oberen Sprunggelenk war deutlich eingeschränkt, im unteren Sprunggelenk aufgehoben. Sie hat gehinkt, auch wenn sie keine Gehstützen benutzt hat und es gab eben ein CT, das so aussah. Und damit würden wir gerne überleiten zur nächsten Frage, was Sie nach diesem Befund tun würden, jetzt ein Jahr nach dem Trauma und den Bildern. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Arthrodese. Okay, also genau, eigentlich sind fast alle für eine Arthrodese. Und jetzt können wir vielleicht, bevor wir weiter auflösen, was wir getan haben, nochmal die Experten fragen. Thomas hat schon das Gesicht verzogen, als er die CT-Bilder gesehen hat. Thomas, was würdest du machen? Also primär würde ich auch an den Nagel denken, aber ich bin mir nicht sicher, ob man die Weichteile gut redressiert bekommt, ob man nicht tatsächlich auch mit dem Ringfixateur arbeiten muss. Ganz schöne Situation jetzt, muss man sagen. Thomas, die Dame arbeitet in der Mode. Also ich weiß nicht, ob du so einen modischen Ringfixateur hinbekommst. Also ich wollte nicht sofort darauf antworten. No, no go, hat sie gesagt. Also ja, sie hat gesagt, also das Geschäft, in dem traut sie sowieso keinen. Und deswegen maximal 2 oder ganz, ganz maximal könnte sie 3 Wochen zumachen. Und sonst, das könnte sie ihren Kundinnen nicht antun. Benedikt, was macht ihr in solch einer Situation? Also wenn die Ansage so ist, dann muss man sich ernsthaft überlegen, ob man diese Patientin behandelt. Weil zu so einem Fall, wenn man das jetzt angeht, egal was man da macht, das hat ja ein hohes Risiko, dass das erstmal nicht funktioniert und ein Problem wird. Und ihr dann zu versprechen, 2-3 Wochen und dann können sie wieder arbeiten. Ich glaube, das sind schlechte Voraussetzungen, sowas gerade zu biegen. Das mal das eine. Also ich finde, die Compliance muss schon eingefordert werden. Das zweite, ich habe jetzt den Talus nicht mehr ganz im Kopf. Ich würde versuchen, aber eine OSG-Arthrodese zu machen oder das dann mit einer Platte machen. Ja, der Talus ist nicht ganz zu sehen, aber das untere Sprunggelenk ist eigentlich okay. Und das ist fürs Laufen sicherlich nicht schlecht. Ich würde allerdings der Patientin sagen, der Fuß wird, was weiß ich, 2 Zentimeter kürzer, weil man muss es mit einer Resektion machen. Die Weichteile kriegt man sonst nicht gerade. Da bin ich mit Thomas einer Meinung, ja.
Wobei, ich habe vielleicht einen falschen Eindruck der Patientin vermittelt. Also sie war anspruchsvoll insofern, dass sie eine ganz nette, liebe, besorgte Frau ist und einfach so erzogen ist, dass sie für ihre Kundinnen da ist. Also es ist nicht jemand, der jetzt anspruchsvoll sagt, das muss alles so funktionieren. Und ihre allergrößte Sorge war die Amputation. Sagte, dann mache ich mein Geschäft zu und dann ist er, wenn es dann so kommt, aber die Frage, gibt es irgendeine andere Lösung? Also sie war nett, zugewandt und nicht boshaft, muss man sagen. Okay, aber dann muss man sagen, ist die Amputation, finde ich, ist keine Option aktuell. Mike, hättest du eine Idee für die Dame? Ja, ich würde das wahrscheinlich mit, also man kann natürlich versuchen, das untere Sprunggelenk zu erhalten. Bei der Anamnese, bei diesem foudroyanten Verlauf mit dem Talus und der Talusnekrose würde ich wahrscheinlich auch eine Nagelarthrodese machen. Das ist wenig invasiv, das kriegt man ganz gut hin. Man muss wahrscheinlich aber trotzdem im Bereich dieses Defektes irgendwie auffüllen. Was wir manchmal machen in diesen Situationen, dass wir sogar, das ist ja ein sehr komplizierter Fall, dass wir sogar dann so eine Art Harms-Cage machen, den dann auffüllen mit Spongiosa und dann durch den Harms-Cage praktisch dann den Nagel durchschieben, um dann eine größere Stabilität in der Defektzone zu haben, sodass man dann unten und oberhalb des Defektes statisch verriegelt. Aber ich hätte das wahrscheinlich das untere Sprunggelenk auch aufgegeben und eine Nagelarthrodese gemacht. Marit, irgendein Kommentar aus Sicht der Jungen? Erschrickt ein solches Bild oder sagt er, nö, das haben wir schon ein paar Mal gesehen? Also ich habe sowas schon gesehen, aber es ist auf jeden Fall erschreckend, vor allem, wie die Patienten es so lange hinziehen können, wenn sie es doch machen müssen. Okay, Vera, aber wie geht's weiter? Ja, also wir haben natürlich auch die verschiedenen Therapieoptionen mit der Patientin besprochen. Und was Bertel gerade schon sagte, ist, dass eben die Unterschenkelamputation die ganze Zeit in ihrem Kopf war. Und das war halt das, was sie auf gar keinen Fall wollte. Und ja, vor dem Hintergrund des Diabetes und der damit verbundenen Wundheilungsproblematik haben wir sie eben auch über konservative Therapieoptionen beraten. Und ihr Ziel war aber eben, dass sie eben schnell wieder auf die Beine kommt. Und so haben wir uns tatsächlich dann für die Nagelarthrodese entschieden und die auch durchgeführt. Und das ist das Operationsergebnis, das Postoperationsergebnis, da mit einem retrograden Nagel versorgt. Und würde ich auch gerne nochmal zur Diskussion stellen, ob das jemand anders gemacht hätte. Kommentare. Und ich würde gerne nochmal auf das eingehen, was vorhin gesagt wurde, nicht zu versprechen. Also wir haben genau diese Optionen, auch in dem Brief, den allerersten Brief, den ich geschrieben habe, genauso ganz in Ruhe diskutiert und haben gesagt, das sind die Optionen, die da sind und jetzt müssen wir überlegen, Vor- und Nachteile und haben auch nicht sofort entschieden, sondern sie hat gesagt, geben Sie mir nochmal ein paar Tage Bedenkzeit. Und eine Woche später haben wir nochmal zusammengesessen und dann diese Dinge gegeneinander abgewogen. Und dann am Schluss hat sie gesagt, nee, also das ist für mich einleuchtend. Und ich glaube, wenn ich dann irgendeine Chance habe, damit wieder auf die Beine zu kommen und zügig belasten zu können, dann eben mit diesem Nagel. Ihr war aber klar, das haben wir auch sehr deutlich formuliert, wenn das nicht funktioniert, dann ist es die Amputation. Das war schon auch ihr klar. Und dann hat sie sich aber da gut hingestellt und ganz spannend war trotzdem, das allererste, was sie gemacht hat, nach der OP ist unter die Decke geguckt, ob das Bein noch da war. Also die allerletzte Sorge hatte sie, ich würde ihr das so erzählen, aber in Wirklichkeit würde ich das Bein abnehmen. Also das war der Hintergrund. Aber jetzt Kommentare. Benedikt, was sagst du zu den Bildern? Ja, finde ich super gemacht, steht super. Würde mir gefallen, wenn es mein Fuß wäre. Also dann, und ich hätte so eine Situation. Finde ich gut. Ist ja die zweite Option, aber schön operiert. Gibt es nichts zu meckern. Thomas, trau dich was zu sagen. Perfekt. Ich finde die Idee mit der Bioplatte sehr gut, also die Fibula als Bioplatte einzusetzen, damit man den Defekt, den anterolateralen oder den lateralen Defekt füllt. Ich persönlich, jetzt oute ich mich mal, ich habe immer andere Therapie eingegeben. Ich hätte auch schon ganz primär eventuell über eine primäre Arthrodese nachgedacht. Wir machen das nicht so ganz selten.
ich weiß jetzt nicht, wie das initiale Bild war, aber im ersten CT sah man schon diese laterale Impression. Das sieht man bei den Alten häufig und die kriegt man ganz schlecht korrigiert. Und die gehen immer in den Valgus irgendwann wieder nach. Und wir haben da leider auch so ein bisschen Lehrgeld bezahlt und gehen bei alten Patienten mit schlechtem Weichgewebe doch auch zu primären Arthrodesen über. Mike, Kommentar zu dir. Ihr habt das super gemacht. Das ist jetzt eine sehr stabile Lösung. Was ich mich jetzt frage, habt ihr das offen genagelt oder nicht? Also irgendwie muss es ja offen gewesen sein, aber hätte man da vielleicht den Talus bzw. den lateralen, den medialen Anteil von der Tibia ein bisschen mehr entknorpeln können und etwas mehr auf Kompression bringen, weil da ist ja noch ein bisschen Platz, also das richtig wasserdicht abschließen. Also in der Tat ist es so, dass wir haben die Fibula, wir haben lateral aufgemacht, die Fibula rausgenommen, haben die Fibula genutzt als Spongiosa, wobei wir nachher gesehen haben, die ist ziemlich sklerosiert. Wir haben den kompletten Knorpel entknorpelt, also sowohl von Tibia als auch was noch am Talus da ist. Und haben dort etwas Spongiosa hingesetzt. Also Thomas war ganz nett und hat gesagt, die Idee mit dem Bio-Dings, das wollten wir erst, aber die Fibula war nicht zu nutzen. Die war so sklerotisch. Und in der Tat, ob ihr es glaubt oder nicht, das ist Palakos, den ich da reingetan habe. Und die Schraube habe ich nicht ganz fest. Aber das war vorher mit ihr auch so abgesprochen, weil die ist so hager gewesen, da hast du auch keine Chance gehabt, irgendwo anders Spongiosa herzuholen. Und dann hätten wir die Option gehabt, noch Fremdspongiosa reinzutun. Und das Erstaunliche der ganzen Geschichte, sie ist aus der Klinik nach 10 Tagen vollbelastend im Aircast-Walker raus. Und hat 3 Wochen später ihre Arbeit wieder aufgenommen. Und ich habe sie gerade letzte Woche nochmal angerufen. Ihr geht sehr, sehr gut. Wenngleich, Vera wird gleich noch erzählen, wir sie letztes Jahr nochmal gesehen haben mit einer anderen Situation. Da werdet ihr lächeln. Aber ja, und am Schluss, ich kann es euch auch nicht sagen, warum, aber die eine Schraube hätte ich auch noch ein bisschen fester reindrehen können. Ist sie denn fest geworden? Ja, komplett fest geworden und auch komplett durchgebaut. Toll. Voller Erfolg. Also die hat nach kürzester Zeit und hat natürlich entsprechend Werbung gemacht für uns, weil sie in Köln extrem gut vernetzt ist. Aber das hätte genauso alles völlig anders laufen können. Ja, also insofern, okay. Aber sie kam ein Jahr später, Vera. Du hast das letzte Wort. Sie kam ein Jahr später, war ganz glücklich über das rechte Bein, aber war im Bad ausgerutscht. Und das waren die Bilder von der Gegenseite. Das werden wir jetzt aber nicht auflösen, was wir da gemacht haben, weil das Thema ist ja Sprunggelenk. Aber vielleicht kann man ja nochmal ein Webinar über den Fuß machen und da würden wir den Fall natürlich dann auch gerne vorstellen. Also Thomas verzieht schon das Gesicht. Also als ein Jahr später kommt, dann dachte ich schon, jetzt ist was schiefgegangen mit dem Nagel. Sagst du, nee, das ist alles ganz super, aber ihr seid schwindlig geworden im Bad und sie ist gestolpert. Und dann kam sie mit diesem Fuß. Und dann war die große, große Frage bei ihrem schweren Diabetes, ist es ein Charcot? Oder ist es eine frische Verletzung? Gut, aber das lösen wir das nächste Mal auf. Aber sie geht auch wieder nach 6 Wochen ist sie dann auf 2 Beinen rumgegangen, ist heute weiterhin sehr, sehr zufrieden und weiterhin in der Modebranche aktiv. Vielen Dank, Vera, für den Fall. Kommentare von euch noch, von den Experten? Ich hätte jetzt aus der Seite der Jungen gleich nochmal eine Frage. Leg los. Und zwar, es wurde sich ja jetzt ja entschieden, die Arthrodese sowohl des OSG als auch des USGs zu machen. Und ob man nochmal haargenau die Begründung, weshalb das USG mit in die Arthrodese reingekommen ist und es die Nagelarthrodese geworden ist, einfach direkt nennen kann, weil das ist eine Sache bei der Indikationsstelle, die wird oft übersprungen. Die Entscheidung wird mitgeteilt und die Assistenten kommen nicht ganz so schnell mit. Kannst du noch mal die Optionen zeigen, Vera? Wenn du die Optionen siehst, also wir haben das diskutiert, genau so, weil wir gesagt haben, Vor- und Nachteile. Und wenn du siehst, Option 2 wäre die Arthrodese des OSGs. Genau. Wobei wir dort uns nicht getraut hätten, sofort zu belasten, weil dafür wäre mir der Knochen zu schwach gewesen. Und das Zweite, meine zweite Sorge ist, dass die Knochensubstanz aufgrund dieser ganzen zeitlichen Verläufe einfach nicht gut genug ist, um es stabil zu halten. Und das dritte Argument war, dass sie im OSG eine relativ gute Funktion vorher hatte, das würden wir aber so oder so rauben, und im USG eine Nullfunktion gehabt hat.
So, und dann haben wir gesagt, okay, dann hat sie auch keinen Nachteil davon. Und wie Mike vorhin sagte, einfach jetzt außer, dass wir die Fibula, wir haben lateral aufgemacht, um die Fibula wegzunehmen, aber um den Nagel einzubringen, hast du ja dann wirklich einen 2 Zentimeter Schnitt unter der Ferse und der ist wirklich exzellent und zügig abgeheilt und das ist weichteilmäßig häufig relativ problemlos. Und wenn dann die laterale Wunde gut heilt und dadurch, dass die Fibula weg war, hatten wir natürlich ausreichend Weichteilgewebe und waren nicht unter Spannung. Und in dieser Argumentation, zügig belasten zu wollen, also Patientenwunsch, haben wir mit ihr diese 2 Optionen diskutiert und sie auch ganz klar gesagt, nee, dann möchte ich diese stabile Situation, mit der ich eine möglichst große Chance habe, zügig auch wieder draufzustehen. Ein bisschen ergänzen, Marit. Also wenn wir jetzt eine stabile, also sagen One-Shot-Surgery machen wollen, dann ist das sozusagen die einzige vernünftige Option. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt eine Arthrodese nur des oberen Sprunggelenkes, da ist ja auch eine extreme Valgusfehlstellung gewesen. Das heißt, es fehlt ja eine ganze Menge Knochen, die man ja wieder aufbauen muss. Das kriegt man mit Schrauben nicht hin. Wenn man natürlich, man kann sagen, okay, man macht eine Platte nur, um das obere Sprunggelenk zu machen. Da gibt es ja Plattensysteme von ventral oder auch von dorsal. Wenn bei den Weichteilen, die möglicherweise kritisch sind, muss man sich das sehr genau überlegen. Und wenn man das Marknagel mit einem Marknagel versorgen wollte, müsste man eine offene Marknagelung machen, die dann nur in den Talus reingeht. Und dann ist das so ein kleiner Stummel, den man nageln kann. Das wird nicht ausreichen. Von daher ist die Entscheidung, wenn man jetzt praktisch das erhalten möchte, und das ist ja glücklicherweise gelungen, dann würde ich eben auch ganz klar für eine Arthrodese des oberen und unteren Sprunggelenkes machen. Und Bertil hat es ja vorhin auch schon ein bisschen erwähnt, hat ja gesagt, die Funktion im unteren Sprunggelenk ist nicht so groß mehr gewesen, obwohl da gar keine so große Arthrose gewesen ist oder man die nicht sehen konnte, würde ich wahrscheinlich das wirklich auch ganz klar favorisieren. Das ist eben die Entscheidung, warum man jetzt beide Gelenke aufgibt, um überhaupt die Extremität erhalten zu können. Aber man muss sagen, auch der Bertil hat trotz Nagel noch Zement als Hilfskonstruktion genommen, um das zu halten. Und das hätte man ja mit der isolierten OSG-Arthrodese ähnlich machen können. Also es ist ja nicht nur mit der Nagelosteosynthese gegangen, ne, sondern er hat ja schon noch eine Hilfsoperation dazu machen müssen. Ja, hast du recht. Also wir haben natürlich gut überlegt, haben wir auch vorher mit ihr besprochen. Ich habe auch mit ihr die Verkürzung besprochen, wo sie sagte, also wir haben relativ gute Erfahrungen mit diesen Nägeln in diesen Situationen und ich bin immer wieder erstaunt, wie es geht. Wichtig ist, die ersten 14 Tage ein Stück langsam zu machen oder die ersten 10 Tage. Aber wenn die Grundreposition gelingt, erstaunlicherweise geht es dann häufig ganz gut. Und wir haben bei ihr auch, man sieht ja die Arterien wunderschön verkalkt, auch nochmal Gefäßdiagnostik vorher gemacht. Sie hat immerhin 2 Gefäße gehabt, die durchgingen. Also wir haben schon versucht, alle Wahrscheinlichkeiten hochzusetzen und trotzdem, auf dich zurückkommend, Benedikt, habe ich ihr vorher gesagt, also wir haben eine 60-70% Chance, dass das gut geht, ohne dass es eine Komplikation gibt. Und dann hat sie gesagt, danke für die ehrliche Geschichte, das überlege ich mir. Also da bin ich auch keiner, der dann sagt, hey, das wird gut gehen, ja? Sondern sagt denen sehr, sehr klar, das ist ein Versuch. Aber wenn die Stabilität und das Äußere, und das muss man nochmal sagen, also auch viele andere hatten ihr den orthopädischen Schuh empfohlen, hat sie einfach gesagt, das geht gar nicht. Über einen Ringfixateur haben wir gar nicht uns getraut zu reden, ja. Aber Fixateur, Arthrodese habe ich sie auch aufgeklärt, ja. Und dann hat sie gesagt, geht auch gar nicht, das ginge nicht, ja. Da könnte sie sofort, da würden ihre ganzen Leute da weg. Also sie war besorgt. Ihr Bruder, Ordinarius für Hals, Nasen, Ohren in einer österreichischen Universität, hat dann immer gesagt, frag nicht so viel, sondern lass ihn einfach machen. So, das war so der Kommentar ihrer. Aber der hat so versucht, noch ein bisschen auf sie aufzupassen. Aber ich glaube, man muss relativ ehrlich mit der Situation umgehen. Und ich glaube, die Leute verstehen das auch und sie auch nicht zwingen, sich sofort zu entscheiden. Das ist ja keine Sache, die drängt, sondern tatsächlich 1-2 Wochen Zeit zu lassen, um dann eine kluge Entscheidung zu treffen. Und da gibt es aus meiner Sicht kein Schwarz-Weiß. Aber ich glaube, es hilft immer wieder, auch solche extreme Situationen zu sehen, um auch nochmal nachzudenken, hey, also vielleicht kann man solche Dinge doch auch so machen. Gut, den Vortragenden, Benedikt, Vera, tausend Dank. Das war spannend.
den Diskutanten. Thomas in Braunschweig, Benedikt in Ulm, Michael in Münster und Marit in Murnau auch herzlichen Dank. Und einen, den wir jetzt gar nicht so gesehen haben, ist René Hartensurth, den ich erwähnt hatte. Der hat mir die ganze Zeit die Fragen geschickt. Ich habe versucht, möglichst viele mit einzubringen. Alle haben wir nicht geschafft. Ich habe die Zeit ein bisschen überzogen als Moderator. Aber ich glaube, ich ganz persönlich habe immer wieder gelernt und so lernt man auch in jedem Webinar. Und ich finde es total spannend. Wir haben immer noch 143 und es ist keiner ausgestiegen in der letzten Viertelstunde. Und dann bleibt mir nur noch der Dank an die AOC, an Attila Töber und Markus Blätzinger, die, wie du das schon gesagt hast, Mike, immer hervorragend unterstützen. Und bei euch klappt die Technik immer. Vielen, vielen Dank und damit gebe ich zurück an unseren Präsidenten. Ja, liebe Freunde, ich möchte Sie gar nicht lange aufhalten. Ich fand das heute eine super Veranstaltung. Man lernt immer wieder neue Tricks und wie es in den anderen Kliniken so gang und gäbe ist, wie das gemacht wird, wie auch die Stimmung ist. Da kommt eine ganze Menge bei raus. Ich möchte eigentlich Sie einladen zu, sozusagen natürlich in einem Monat zur selben Zeit, diese Veranstaltung wieder beizuwohnen. Aber wir haben nächste Woche, glaube ich, von der AUC eine super spannende Sache, und zwar den TNT-Kongress, der leider dieses Mal auch wieder digital stattfindet, aber das müssen Sie nicht anreisen, da können Sie sich einfach einwählen. Ich glaube, Attila wird gleich nochmal den Link verschicken. Und ich möchte schon so ein bisschen darauf aufmerksam machen, auf die, sagen, die ursprüngliche DKOU-Woche, das ist vom 19. bis zum 23. Oktober, also in 6 Wochen erst, aber da wird von der Akademie der Orthopädie und Unfallchirurgie eine digitale Plattform gerade entwickelt, oder die ist eigentlich schon fertig, wo zwischen 17 und 21 Uhr alle großen Sektionen der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie die Gelegenheit haben, sich zu präsentieren. Da gibt es viele Formate, die da angeboten werden. Das wird sicher sehr spannend. Und ich hoffe, Sie da auch in dieser Form, leider, aber irgendwann wieder hoffentlich persönlich, aber in dieser Form dort dann auch sehen zu können. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für Ihr Interesse bedanken. Bitte evaluieren Sie uns, evaluieren Sie und beantworten Sie diese Fragen. Und von daher denke ich, hören wir auf und ich wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank für alles und einen schönen Abend. Danke.